So, Jungs, IQ nahe, Jungs, und tschüss. Hallo, mein Name ist Louis Eick. Ich betreibe das Café Blau und das Café Sahneweiß. Ich würde sagen, das ist ein klassisches Kaffeehaus. Ist schon immer gewesen. Ist natürlich heutzutage, die Differenzierung ist nicht mehr so wie früher. Wir sind natürlich auch ein Club. Wir haben auch Abendprogramm, wir haben auch DJs, wir haben Veranstaltungen. Aber wir sind sehr breit gefächert in dem Sinne. Ne? Wir versuchen alle Produkte relativ frisch zuzubereiten und wenig Convenience zu benutzen. Das ist so schon unser Schwerpunkt. Wir haben natürlich in erster Linie eine studentische Zielgruppe hier, die wir bedienen, aber eigentlich sind die Leute von 1 bis 99 bei uns. Eigentlich bin ich schon sehr lange im Viktoria-Viertel. Ich kenne das Schwimmbad schon seit meiner Kindheitstage. Ja? Und in den 90er Jahren, also 1996 zur Eröffnung, bin ich hier gewesen, als das Café Blau eröffnet worden ist. Habe da den damaligen Inhaber kennengelernt und der hat mich relativ kurzfristig gefragt, ob ich sein stellvertretender Geschäftsführer werden wolle, der ich dann auch geworden bin. Und 2005 habe ich das Café Blau dann übernommen. Ja, man muss das ein bisschen chronologisch sehen. Die letzten drei Jahre, die waren natürlich sagen wir, eine Entwicklung im negativen Sinne. Die Jahre davor war eigentlich eine stetige Entwicklung im positiven Sinne. Es ist immer belebter geworden, die Vielfalt hat zugenommen, also in alle Richtungen. Ja. Es war eigentlich eine Ecke der Vielfalt, sage ich. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Stadt halt entschieden hat, Teile der Fläche zu verkaufen an die Signa, wo am Anfang keiner dran geglaubt hat. Und dann ging es dann stetig bergab, als auch die Signa angefangen hat, ihre Liegenschaften zu entmieten. Die richtige Richtung ist dann für mich, dass wir ein bisschen zurückkommen zu dem, wie es mal gewesen ist. Dass wir Kleinteiligkeit haben, dass wir Vielfältigkeit haben. Und dass die Leute auch, wir haben im Jahr 100.000 Gäste und das ist das, was die Gäste bei mir wollen. Wir brauchen kein Großkapital und keine Ketten hier, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Für mich ist das Besondere an der Fiesta, die Möglichkeit zu zeigen, was für ein Potenzial das Viertel hat. Ja? Was für Möglichkeiten man hat, mit wenig Aufwand hier kulturell was zu machen. Die Leute, die saugen das quasi auf. Man merkt wirklich, dass Bonn im letzten Jahr sehr professionell geworden ist. Und dass die Leute das wollen, wenn man hier sowas macht. Dass es auch ein bisschen mehr großstädtisches Flair bekommt. Und das Potenzial hat das Viertel, das haben wir immer gesehen an den letzten zwei Fiestas, die wir gemacht haben, wie das angenommen worden ist. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir das Viertel wünschen, wieder ein bisschen auch zurück zu den Wurzeln zu kommen, da wo wir stehen geblieben, da weitermachen zu können und das Potenzial des Viertels weiterentwickeln zu können.